Ich freue mich heute, Christian Vogel zu Gast zu haben. Er stellt uns seinen Film Egal was kommt vor, einmal um die Welt, spannende Geschichte. Und beim Lechflimmern Open Air passt das ja so richtig rein. Herzlich willkommen in Augsburg bei uns beim Lechflimmern. Hi. Tollen Film hast du gemacht. Um was geht's da genau? Es geht um meine Reise um diese Erde. Es geht um Zuversicht, Vertrauen, Mut. Und der eine oder andere hat schon gesagt, es sei auch ein Liebesfilm geworden. Unbedingt. Wobei man muss sagen, Reise um die Erde mit dem Motorrad. Ja. Warum nicht mit dem Fahrrad? Warum nicht zu Fuß? Warum nicht irgendwie ganz, ganz anders? Warum gerade mit dem Motorrad? Ich fand Motorräder schon immer super. Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. 320 Einwohnern, zweimal am Tag fährt der Bus. Das heißt, ich bin mit 16 Moped gefahren und ich fand das immer großartig. Ich fand Moped fahren und später Motorrad fahren einfach immer gut. Und für mich war das irgendwann klar, dass wenn ich das mache, dann mache ich das mit dem Motorrad. Wie viele Länder hast du bereist? Auf meiner Reise habe ich 22 Länder bereist. Und wie viele Kilometer waren das insgesamt? Es waren fast 55.000. Und wenn wir die letzte Zahl abgehakt haben, wie viele Tage warst du rein unterwegs auf dem Sattel? Es waren 333 Tage, hat diese Reise gedauert. Wobei ich sagen muss, ich habe noch einen Tag in der Schweiz gebummelt, damit es dann wirklich auch cool klingt. Schönste Erlebnis auf der Reise? Es ist schwierig, weil wenn man so eine lange Reise macht und wenn man so viele Impressionen hat. Ja. Ein Moment, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ich bin von China aus über den Karakorum Highway nach Pakistan eingereist. Und Motorradfahrer oder unter Reisenden, die kennen diesen Betonbogen, wenn man da drunter durchfährt. Ich hatte gehörigen Respekt vor Pakistan. Vielleicht auch durch diese ganzen negativen Bilder, die einem nur so vermittelt werden. Ich bin unter diesem Betonbogen angehalten und habe gedacht, so um mich geguckt, gedacht, auch so ein Selfie wird schon okay sein. Da gab es einen Armeebeamten, der dann auf mich zukam und strammen Schrittes und mich dann auch anwies, irgendwie sofort mein Passwort zu zeigen und alles Mögliche. Und da hatte ich doch schon auch gehörigen Respekt, schon fast Schiss. Was er dann aber gemacht hat, hat mich völlig überrascht. Als ich dann von dem Motorrad abgestiegen bin, hat er mich in den Arm genommen und hat zu mir gesagt, Welcome in Pakistan. Toll. Und das war sinnbildlich für das, was ich in diesem Land erlebt habe. Ich habe dann auch noch mal ein Selfie mit ihm gemacht. So die eigenen Vorurteile, die man vielleicht doch hat, die eigenen Schubladen, die man hat, die bestätigen sie häufiger nicht, oder? In dem Fall überhaupt gar nicht. Wobei ich sagen muss, dass ich viele Vorurteile, wenn man das so nennen kann, oder viele Bilder, die ich im Kopf hatte, auch von anderen Ländern, das gab es an der Oberfläche natürlich, aber in ganz, ganz, ganz vielen Fällen, an ganz vielen Orten haben die Menschen das widerlegt. Ja. Politik und das ist was ganz, ganz anderes dann. Mit den Ländern, du bist häufig eingeladen worden. Hast du dich manchmal auch den Einladungen und den Umarmungen freundlichen erwehren müssen, oder? Das kann man ja so richtig gar nicht. Das heißt, das, was einem da entgegengebracht wird, ist ja sehr häufig, gerade wenn man allein unterwegs ist und auch gerade wenn man so auf der Straße unterwegs ist, das sind häufig sehr, sehr ehrliche Begegnungen, weil die Leute auch sehr direkt sind und auch gerade mit dem Motorrad, glaube ich, ist es sehr direkt, weil ich sitze halt nicht in einem Auto, ich habe nicht diesen Käfig um mich herum, sondern du kommst da an, du bist auch direkt da und ja, diese Einladung oder diese Umarmungen sind ja häufig sehr direkt und sehr persönlich und deswegen so richtig verwehren kann man sich dem gar nicht. Wie war die Begegnung mit den Kindern? Die sind ja meistens oder häufig die ersten, die auf einem direkt zugehen. Ja, gerade für Kinder hat das natürlich oft was sehr, sehr Exotisches irgendwie, weil die natürlich gerade mich auf diesem bayerischen Raumschiff in diesem Astronautenanzug, das löst bei, natürlich gerade bei Kindern eine große Faszination häufig aus. Bei Erwachsenen, je nach Land, ja, da gibt es, glaube ich, eine sehr große Range. Also von dieser Exotik bis hin zu, auch in Teilen, bis hin zu Ablehnung, weil ja, du bist unendlich reich mit diesem bayerischen Raumschiff. Und das Internet, ja, zeigt den Leuten doch, oder woher du kommst. Und das schafft einfach auch eine Hürde im Teil. Man kann versuchen, diese Hürde dann abzubauen.
was aber auch nicht immer gelingt. Wir haben mit den Zahlen angefangen, aber die Strecken, die man zurücklegt, aber ich habe bei den vielen Gästen, die wir zu Gast gehabt haben, die die Weltreise gemacht haben, die lange Strecken unterwegs gewesen sind, das meiste war irgendwann, war nicht mehr die Strecke das Entscheidende, es waren die Begegnung und der Wunsch eigentlich an manchen Orten länger zu bleiben oder einfach mal so diesen Drang, diesen Zug, dieses Ziel rauszunehmen und einfach da zu sein auch teilweise. Mhm. Wie ging es dir? Ja, natürlich. Also ich hatte natürlich diesen Wunsch, einmal um diese Erde zu fahren, was dazu führt, dass man in Teilen auch Landstriche sehr, sehr schnell hinter sich lässt, weil sie vielleicht auch so nicht so interessant sind. Also gerade so das Zentrum der USA, diese Great Plains, da sind nur Zäune und Felder, das lässt man sehr schnell hinter sich. Aber dann gab es natürlich auch Orte, die mich völlig überrascht haben, was häufig natürlich auch mit den Menschen zu tun hat, die man da kennenlernt. Und dann verfliegt die Zeit sehr, sehr schnell. Dann ist man auch plötzlich einfach mal, wird aus einem Tag, werden zwei, werden drei, werden vier. Und ab und zu fällt der Abschied dann auch schon sehr schwer. Weil man diese Menschen lieb gewonnen hat oder auch weil ja, die Natur einfach so unfassbar schön ist. Auch exotisch natürlich für einen selber natürlich, auch weil man das so nicht kennt. Und dann einfach während der Reise dann zur Ruhe kommen und einfach da wieder Zentren finden. Ja, das ist in Teilen. In Teilen ist das, also ich habe am Anfang hat das bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das konnte. Weil ja, gerade als ich so losgefahren bin mit meinem Motorrad und hatte dann das ganze Zeug dabei und gerade so die ersten ein, zwei Monate, ich habe ein bisschen gebraucht, um abzuschalten, um das wirklich auch genießen zu können, um auch diese Ruhe irgendwie zuzulassen. Und irgendwann kommt man in so einen Modus, in so einen Mut. Und dann fiel mir das doch dann deutlich leichter irgendwann, das auch diesen Moment, diesen Ort, diese Situation einfach mal zu genießen. Letzte Anmerkung. Du hast eigentlich das Dümmste gemacht, was man machen kann. Oder dir ist das Dümmste passiert, was einem passieren kann, wenn man zu einer Weltreise mehrere Monate losbringt. Du hast dich kurz vorher verliebt. Ja. Ich habe mich kurz vor dieser Reise verliebt. Für mich war eigentlich in meinem Kopf, dass ich diese Reise ganz alleine mache. Das heißt, dass ich einmal um diese Erde fahre. Ich habe auch bewusst, glaube ich, schon, ja, unbewusst vielleicht auch schon Monate in Teilen, auch Jahre vorher das gar nicht so richtig zugelassen, dass mir vielleicht jemand so nahe kommt oder dass man sowas... Und dann die Reise verhindert wird. Ja, und dann im Rahmen dieser Vorbereitung saß ich dann irgendwann an meinem Schreibtisch und habe mir dann überlegt, ja, Impfen und Medikamente, das wäre auch vielleicht...